heißeste Thema im Moment bei all uns BMW-Händlern ist das der GS1300er. Da laufen Probefahrten bei strömendem Regen. Die Hektik ist gross, Offerte schon viel geschrieben. Vertrag schon sehr viel geschrieben, wer eine will im Frühling, der sollte jetzt pressieren. Aber wir möchten euch das mal im Detail erklären. Vielleicht zuerst kurz ein Testbericht, das habt ihr ganz sicher schon tausende gesehen im Netz von allen Journalisten und Privaten und Influencern. Da wirst du auch tausend Meinungen hören. Das Einfachste ist, du bist dein eigener Testfahrer. Aber mal schnell einen Bericht von uns. Wir sind sie gefahren. Was du deutlich merkst, ist die Massenzentralisierung. Der TÜV ist, obwohl man es kaum glaubt, ist nochmal agiler geworden zum Fahren. Das hat mich sehr beeindruckt. Extrem beeindruckt hat mich Fahrwerk. Das ist nicht eine kleine Stufe besser, das ist um Welten besser. Bei der GS1250 bin ich fast nie im Road-Modus gefahren. Da war mir einfach ein bisschen zu platschig und gagelig. Und da habe ich jetzt alle Modus durchprobiert, alle Einstellungen. Das ist deutlich satter. Und du kannst jeden von deinen Fahrwerk-Modi, also Road, Dynamic, Enduro, kannst jeden von diesen drei noch so einstellen, wie du gerne hättest. Jetzt kannst du eben sagen, mein Road ein bisschen weicher oder der Dynamic ein bisschen härter. Und ich habe im weichen Road habe ich mal extra ganz weich gemacht. Selbst in dem ist der weit weg von Platschung. Also das neue dynamische Fahrwerk, wo Fahrmodi und deine Fahrweise berücksichtigt, ist extrem gut. Also auch im weichsten Modus merkst du, es ist schön weich, aber nicht gagerig, satt auf der Straße, unglaublich gutes Gefühl für Straßenkontakt. Dynamic habe ich dann einmal auf ganz hergestellt. Extrem sportlich und straff kannst du abstimmen. Da bist du näher an der S1000 XR dran. Also wunderbares Fahrwerk. Was du deutlich merkst, ist auch die überarbeitete Telelever. Wir sehen hier deutlich dickere Holme. Ganz Telelever-Hebel sind alle überarbeitet. Jetzt habe ich bei den 1250er auf der Straße sehr sportlich fahren, immer das Gefühl, das Vortrag spüre ich nicht so ganz, das ist komplett weg. Also das ist enorm gut. Dann Fahrwerkeinstellungen, haben wir den hier, unseren Vorführtöff, mit dem automatischen Absenken und Aufgehen. Das merkst du fast nicht, geht aber blitzartig. Wir zeigen dir am Display an, was passiert. Und du kannst während dem Fahren auf- und abstellen. Und das geht derart schnell, das hat mich wirklich erstaunt. Also Fahrwerk, was da passiert ist, hervorragend. Dann, was komplett anders geworden ist, ist ein bisschen die Soundkulisse. Wir gehen jetzt 1 Euro-Stufe um die nächste höher und wir werden uns einstellen, dass der TÜV generell einfach ein bisschen leiser wird. Also der Schalldämpfer ist deutlich weniger kernig und laut, wenn du so willst. Durch das hörst du ein bisschen mehr Motorgeräusch, ist aber immer noch satt und unser Demo hat dann noch Krapowitz dran. Gefällt mir gut, aber er ist wirklich ein Schluck leiser geworden wie der alte. Dann, was deutlich spürbar ist, ist hier die schlankere Silhouette. Das merkst du dann nicht nur im Offroad, weil da kannst du dich jetzt bewegen, ohne dass da so eine steile Rampe hast oder der Tankschluss auseinandergeht, sondern auch beim Fahren. Sitzposition, da vor allem Tankschluss, finde ich deutlich besser. Was mir auch deutlich besser gefällt, ist Windschutz. Da sehen wir den mit dem normalhöheren Windschild, elektrisch verstellbar. Dann hast du die Windabweiser. Was ich deutlich merke, ist, dass vom Körper durch die Spoiler deutlich weniger Wind am Körper selber. Und das Windschild kannst du dann elektrisch auf und ab verstellen, hervorragend zum Einstellen. Also das mal so, erster Testbericht, hervorragend, Motor läuft sehr ruhig, sehr fein und hat wirklich noch mal mehr Dampf. Hat etwa 10 PS mehr, ein paar Newton mehr. Die Newton aber weiter unten im Drehzahlbereich, wo du meistens fahrst. Und der Kunde, der ein bisschen jammert, irgendein GS hat zu wenig Leistung, empfehle ich immer, schalte mal Traktionskontrolle aus. Das habe ich gemacht auf der Testfahrt. Das geht zweiter Gang Hinterrad. Und nicht reissen und aufnehmen oder abrupt Gas geben, sondern zweiter Gang. Beschleunigen, Vollgas geben, geht es vorne nochmal aus. Das Ding läuft abartig gut. Das ist so der erste Eindruck von der ersten Testfahrt. Im Gelände fahren wir sie etwa 14 Tage in Malaga, dem internationalen Händlermeeting. Da werden Mirko und ich Gelegenheit haben, die auch noch im Dreck zu testen. Dann kommen wir wieder quasi Live-Videos Malaga. Aber auf der Straße, erste Testfahrt. Man mag es kaum glauben, dass man eine GS besser machen kann. Das hier ist viel besser. Und ich warne dich, muss dich wirklich warnen, wenn du nicht wirklich sagst, komm, ich nehme jetzt gleich ein neues, ich warne dich vor der Testfahrt. Wenn das gefahren ist, unglaublich.
So, fangen wir bei den Exterieur-Details an. Sicher am markantesten und auch viel diskutiert. Die neue Lichtform fertig, Karl Dahl. Das hier, Matrixlampe, das heisst, da wird Ablampe, Fernlicht, Kurvenlicht, alles gesteuert ohne Mechanik. Das hier, Tagfahrlichterkennung. Ich finde es sehr cool, du siehst jetzt von weitem, das ist ein GS und zwar ein neu. Und das X, das du hier siehst, das wird in Zubehörbekleidung und überall eine wichtige Rolle spielen, das GS-Erkennungsmerkmal. Das da ist, glaube ich, relativ klar, das ist der Platz für den Abstandstempomat. Da unterscheidet sich dann die Windschild. Wenn du den drin hast, dann ist das Windschild da aufgeschnitten. Wenn du keine Option hast von dem, dann ein bisschen weiter runter. Den als Option immer Paket drin. Wenn du nichts bestellst, ist übrigens neu der normale Tempomat, den du heute schon kennst, der ist neu im Standardumfang drin. Also wenn das nicht weg ist, das Innovationspaket, dann hast du einen normalen Tempomat. Dann ist hier oben Lenkerbefestigung noch viel passiert und was ich sehr clever finde und halt auch zeitgemäss ist, ist das kleine banale Fächer, das kennen wir von der Adventure, nur jetzt grösser und zwar hat das die Grösse von einem Handy, da bringst du zum Beispiel ein iPhone 14 Max rein und da unten rein hast du deine USB-Steckdose, wo das Ding auch noch kannst laden. Mit einem ganz grossen, mit dem Max-Telefon wird es da ein bisschen eng mit dem Stecker, da musst du einen abgewinkelten Stecker haben. Vorne rechts ist immer noch der Ladestecker, den du kennst, um deine GS an ein BMW-Ladegerät zu haben. Dann von der Linie Formensprache haben schon viele Leute darüber geredet, ist viel aufgeräumter, sieht auch viel filigraner und schmaler aus. Ich fahre relativ viel Offroad mit der GS. Was mir gefällt, ist die flache Tankrampe hier und Sattel, Tankübergang, alles polstert. Jetzt kann ich auch mal vorne rutschen und das hier ist weich. Bringt einen Vorteil für deine Cojones, wenn du mal dort drauf runtergehst. Aber auch wenn ich ihn klemme, da ist er viel, viel schlanker geworden. Zum Offroad-Fahren stehen, da habe ich das Gefühl, dann viel bessere Kontrolle und eine schmalere Silhouette. Das gefällt mir extrem gut. Dann Motor, Getriebe, Rahmen, alles neu. Da möchte ich noch schnell zwei, drei Details zeigen. Zylinder, der ganze Motor sehr kurz. Auch der Vorabstand zu den Stirnplatten. Was am meisten auffällt, ist die ganze Einheit hier. Da ist fertig Motor. Das heisst, das Getriebe haben sie hier runtergetan, um den Motor kürzer zu machen. Und so hast du eigentlich den ganzen Massenpunkt. Hast du sehr tief unten, was wir wollen. Also Schwerpunkt sehr tief und alles zentral fokussiert dort, wo du her willst. Und das ist deutlich spürbar. Auch spürbar, ganz sicher dann bei Offroad-Fahrten. Durch das, dass wir so einen kurzen Motor haben, haben wir eine extrem lange Schwinge. Die Schwinge ist etwa um 10 cm länger geworden. Das gibt ganz sicher eine bessere Traktion im Offroad und hat den Vorteil eben für den Fahrkomfort und Fahrwerk. Also auf der Straße schon spürbar. Offroad bin ich überzeugt, das Ding hat sicher noch mal mehr Traktion wie die 1250 GS. Heckrahmen, Druckguss, Vorderrahmen, Ein Stahlrahmen, dann da hinten ist noch viel passiert. Gepäckträger, da wird ich viel gefragt. Da ist etwas los, muss noch anziehen. Das ist ein schwimmend gelagertes Topcase. Das haben wir schon an der XR gehabt, für die das noch nie gesehen haben. Bei der XR einfach hat es ein bisschen weniger Wert gemacht. Das machen wir, um die Stopcase vom Motorrad zu koppeln. Und zwar das Problem, das wir haben, ist Luftverwirbelungen, noch ein bisschen Seitenwind oder fährst du an einem Lastwagen vorbei, gibt es so einen Windstoss und dann hast du da viel Auflagefläche und das bewegt deinen TÜV, weil da ist relativ hoch oben viel Hebelarm. Das merkst du, wenn du Stopcase drauf hast. Und weil das neu jetzt schwimmend gelagert ist, tun wir das entkoppeln, damit das nicht mehr so viele Störungen auf den TÜV überträgt. Und da werden wir auch viel gefragt, was ist denn das? Kann ich das Handy laden? Nein, natürlich nicht. Das kannst du drehen und wegnehmen. Und da ist dein Stromconnector. Weil die neuen Koffer, Seitenkoffer und Topcase, sind mit Strom versorgt und hängen an der Zentralverriegelung und haben eine Innenbeleuchtung. Darum hast du hier die Abdeckungen drauf. Das einmal so ein paar Details extern. Das ist jetzt Tramontana, heisst die Version, mit Frästeilen. Hebel sehr schön gemacht hier innen zum Verstellen. Das ist hervorragend gelöst, so wirklich viel daran gearbeitet.
preismässig kommen wir zuletzt drauf, wenn wir alle Varianten sehen. Ja, etwas banal wie im Hauptständer ist auch viel passiert. Wenn du Offroad fährst und auf den Fußballer stehst, hat mich beim Altregime gestört. Ich bin mit den Fersen an den Ständer hergekommen. Und das Problem können wir jetzt lösen, indem wir einfach reinklappen. Simpel und banal, funktioniert aber gut. Eine zweite Innovation, und das funktioniert bei eingeschalteter Zündung, ist, wenn du auf den Hauptständer tust, musst du mal schauen, ein Elektromotor, der dir hilft, etwa zwei Drittel von dem, was du früher an Kraft gebraucht hast, zu überwinden und das schon mal aufbocken. Viele von euch werden jetzt sagen, ja, sorry, also GS auf den Hauptständer ist jetzt nicht so eine Sache. Ich habe Kunden, die sind klein und sehr leicht. Die bringen den GS kaum auf den Hauptständer und das Problem haben wir gelöst mit dem. So, was ich auch viel gefragt wird, ist, was der Huckel da hinten ist. Das ist der Sensor gegen hinten, weil in dem Innovationspaket hast du drei Sachen. Du hast den Abstandstempomat, da haben wir vorher schon den Sensor gesehen. Und du hast aber auch einen Totwinkel oder Spurwechselwarnung, heisst das Ding, SWW. Das ist der Sensor, der nach hinten überwacht. Und wenn du blinken tust, dann hast und hinten kommt einer, das kennst du wahrscheinlich vom Auto schon, gibt es da eine Warnung. Und als drittes hast du in dem Innovationspaket einen Auffahrassistent. Das kennen viele auch vom Auto. Wenn vor dir einer steht und der TÜV merkt, da steht ein Hindernis und du fährst ohne Bremse auf den zu, macht er eine Warnung. Und wenn du dann immer noch nichts machst, tut er sogar einen Bremseingriff machen. All die Systeme sind im Innovationspaket. All die Systeme kannst du konfigurieren, wie du willst. Du kannst sagen, mit Bremseingriff nicht, langsam beschleunigen oder nicht. Oder Abstandstempomat ausschalten. Du kannst die drei Sachen aber nur zusammen haben. Wenn du eins von dem nicht willst, dann sind all die drei Innovationen weg und dann ist einfach ein normaler Tempomat. Also, dann noch zuletzt der Schlüssel. Der sieht ein bisschen moderner aus. Natürlich immer noch Mechanik drin. Und da hast du wieder die zwei Knöpfe. Die brauchen wir, kennen wir früher schon, zum Beispiel Alarmanlage ein- und ausschalten. Aber neu hat das Fahrzeug eben auch Zentralverriegelung. Das heisst, wenn du Koffer dran hast, kannst du da drücken und dann ist die Koffer abgeschlossen. Du musst nicht immer am Schloss guseln, wenn du dann dort bist und noch schnell die Kille anschauen willst. Also neu Zentralverriegelung, Koffer abgeschlossen. Das einmal zum Thema Exterieur, was da so an Details neu rum ist. So, Funktionen und Einstellungen im Detail, da ist ein Haufen passiert, obwohl das Display immer noch gleich aussieht. Das wollen wir euch mal ein bisschen im Detail erklären. Eins, was du schon siehst, der Zündung Ein-Ausknopf ist jetzt nicht mehr am Lenker zu, sondern da. Wie wir es zum Beispiel auch schon von einer R18 kennen. Dann Display in der gleichen Dimension wie der Vorgänger. Sieht auch gleich aus, nur ist jetzt bedienungsmässig ganz ein Haufen passiert. Fahrmodi ist ganz normal da hinten einstellbar, SOS-Call kennen wir, da ist alles normal. Blinker auf der linken Seite, alles wie ihr kennt. Tempomat, auch wie ihr es kennt, nur halt, wenn du jetzt aufs Display schaust, ist da dein Abstandstempomat, wenn du die Option hast. Dann ganz neu ist der Schalter da, der Multifunktionsschalter. Dermassen viele Funktionen und Sachen, die wir wollen und müssen können verstellen während dem Fahren oder im Stillstand, dass du das nicht mehr da in sinniger Weise an den Lenker herbringst, ausser zwischen japanischen Herstellern und pappst einfach all die hohen Knöpfe an den Lenker her. Darum wird der Schalter jetzt extrem wichtig werden. Der in Kombination mit dem da steuerst sehr viel an deinem TÜV. Im Moment siehst du zum Beispiel an deinem Display, das ist ein TÜV mit absenkbarem Fahrwerk, dass die Automatik eingeschaltet ist. Das heisst, der fährt jetzt automatisch runter, wenn du anhaltest und wieder rauf, wenn du wieder losfährst. Und im Moment siehst du auch, dass der TÜV ist. Sobald du losfährst, wechselt der Zeiger. So, und jetzt willst du irgendetwas verstellen. Zum Beispiel willst du deine Dämpfung können verstellen während dem Fahren. Dann brauchst du den Multifunktionsknopf. Einmal drücken und dann geht da dein Menü auf und jetzt tust du mit dem Kontrollrad am Lenker, sagst du, was du verstellen willst. Zum Beispiel möchte ich jetzt meine Dämpfung verstellen, dann wähle ich das an und jetzt zeigt er mir da, jetzt bist du auf dieser Wippe da, steuerst du jetzt deine Dämpfereinstellung. Und wenn du jetzt aufs Display schaust und da verstellst, tust du wieder wählen zwischen Road und Dynamic. Hin und her schalten. Das passiert jetzt
wenn du da nicht sagst, ja, ist gut, ich habe jetzt Dynamic, das gefällt mir eigentlich eh besser. Jetzt muss ich aber noch heizen, weil jetzt wird es Winter, ist kalt und weit, man friert sowieso immer am Arsch. Dann brauchst du wieder einen Schalter, dann mal schnell drücken. Dann sagst du, jetzt möchte ich aber gerne Heizung steuern. Und jetzt siehst du da unten, jetzt steuerst du mit dem Knopf da an deine Griffheizung. Mit dem oberen, wenn du aufschaltest, 3, 2, 1, 0. Oder du steuerst hier unten deine Sitzheizung, 3, 2, 1, 0. Also ist das eigentlich auf deinem Favorit. Jetzt, jetzt in dieser Jahreszeit brauche ich wahrscheinlich die Sitzheizung und Griffheizung mehr. Fahrwerkeinstellung habe ich dann irgendwann schon mal herausgefunden. Dann kannst du zum Beispiel hier deinen Abstandstempomat einstellen und sagen, jetzt ist deine Taste hier zum näher oder weiter auffahren. Heizung haben wir schon gesehen. Oder du tust hier dein Windschild jetzt auf und ab fahren. Oder du tust zum Beispiel deine Fahrhöhe verstellen. Du kannst während dem Fahren jetzt aus dieser Autoposition kannst du ganz aufstellen, fix immer da oben, oder ganz abstellen, fix immer da unten. Das kannst du während dem Fahren machen und das geht auch sehr schnell und fein. Du merkst gerade, auf, wieder da unten. Das ist erstaunlich. So, also wenn jetzt der Weidmann im Herbst fährt, dann habe ich mal auf meiner Favoritentaste habe jetzt sicher Griff- und Sitzheizung. Und jetzt will ich aber gleich das Windschild verstellen. Und das haben wir auch erst herausgefunden, darum hat es dort das Holzsignal. Wenn ich jetzt sage, ich möchte eigentlich nur schnell das Windschild ein bisschen weiter ruhen, dann drückst du den Knopf drücken und drauf bleiben. Darum hat es das Holzsignal. Und dann fährst du deine Scheibe hier elektrisch auf und ab. Scheibe übrigens, das ist die Normalhöhe, die kannst du nochmal in zwei Höhen montieren. Es ist vorgesehen, die kannst du noch 5 cm höher montieren, dann hast du so eine Zwischenhöhe. Also das mit dem Schalter hier, an den wirst du müssen gewöhnen. Je nachdem, wie viel dass du verschiedene Funktionen wählst, bei mir wird das nicht so viel sein, aber das ist eine komplett neue Funktionalität, weil man für mich, wenn ich sage, dass ähnlicherweise nicht noch 1000 Schalter mehr, sondern einfach mit einem Schalter steuern und dem sagen, was du ansteuern willst. Dann nochmal ein Detail, wenn wir ins Fahrwerk hineingehen zum Beispiel. Also neu hast du da eine Sportanzeige, wie man es aus den Vierzylinder oder aus den sportlichen Nakedbikes-Boxer kennt, wo du wieder die Drehzahl rund hast, Schräglage, maximal Schräglage abgespeichert, Eingriff von der Traktionskontrolle, maximale Verzögerung. Und da hinten möchte ich euch noch zwei, drei Sachen zeigen. Zum Beispiel im Assist-Menü Fahrwerkeinstellungen. Das finde ich hervorragend. Ich habe euch vorher schon vorgeschwärmt vor dem Fahrwerk. Du kannst jetzt deine 3 Dämpferabstimmungen, die sind vorher immer fix gewesen. Und jetzt kannst du sagen, nein, ich will aber den Rot lieber ein bisschen komfortabel. Du kannst die 5 Stufen verstellen. Sagen, ich will, wenn der Rot, dann will ich gerne ganz weich. Und im Dynamic hätte ich lieber gerne eins straffer. Und der Weidmann Offroad fährt auch lieber straffer, dann sind das jetzt deine fix abgespeicherten Dämpferabstimmungen zusammen. Und so kannst du deine Dämpfercharakteristik abstimmen. Ich habe vorher schon gesagt, auf der Probefahrt, das Fahrwerk ist massivst besser geworden. Selbst auf der ganz weichen Rotstufe ist nicht mehr so fluffy und ein bisschen weich wie vorher. Ist immer noch satt an der Strasse, einfach komfortabler gefedert. Und wenn ich Dynamic aufs 3 rauf tue, dann ist er extrem sportlich und straff, nahe an einer S1000XR dran. Also wirklich massiv viel breitere Verstellbreite von dem Ding. Und dann kannst du auch noch in dem Assist-Menü rein, das haben auch ein paar Kunden, die wir jetzt schon gemacht haben, die haben gesagt, ja, den Abstandstempomat möchte ich eigentlich nicht, ich will nur einen normalen, dann kannst du den hier abwählen. Oder du kannst sagen, der Abstandstempomat sollte, sobald das Hindernis weg ist, dynamisch, also zügig beschleunigen oder einfach ein bisschen sanfter beschleunigen. Und auch all die anderen Systeme, auch vielen Diskussionspunkten. Zum Beispiel haben wir ja eine Auffahrkollisionswarnung. Das erste, was passiert, wir haben ja ein Radar vorne dran, dann merkt man, oh, der nähert sich da schnell, bremst aber nicht, dann kommt eine Warnung. Und wenn du dann immer noch nichts machst und dich immer noch schnell näherst, lang tut der TÜV schnell eine Bremsung machen, um dich wach zu machen. Und auch das hier kannst du einstellen.
Erstens kannst du die Warnung sagen, früh oder spät, willst du einen Warnimpuls oder nicht, oder willst du Bremsunterstützung oder nicht. Und mit das Gleiche, SWW steht für Spurwechselwarnung oder Totwinkelassistent. Auch der da kannst du sagen, nur akut, wenn das Hindernis näher ist oder ich will generell eine Warnung. Und mit dem haben wir jetzt in den Verkaufsgesprächen Diskussionen gehabt, die einen gesagt, also da Auffahrding habe ich nicht gern, wenn mir meine Fahrzeuge irgendwo reinschnurren und reinbremsen. Du kannst die konfigurieren, wie du willst, und du kannst die auch ausstellen. Und wenn du sie ausgestellt hast, dann bleiben die aus. Nicht wie bei anderen Produkten, wo dann immer wieder alles eingeschaltet ist und alles wieder zurückgehen musst. Also mit dem vielleicht eine kleine Anregung von Leuten, die sagen, ich möchte zum Beispiel kein Abstandstempomat, aber so einen Totwinkelassistent finde ich noch sinnvoll. Das kannst du nur als Paket zusammen haben. Wenn du eins von den anderen nicht willst, kannst du es entweder ausschalten oder so konfigurieren, wie du das gerne hättest. Und dann sehen wir hier noch gerade den neuen Navigator. Sieht heute fängt aus wie ein Handy, ist auch Touch und Wisch. Und reagiert extrem schnell. Da unten siehst du wieder wie früher, musst du wieder mit dem Knopf sagen, ich will jetzt Navi steuern. Und dann tut er den Umschalten auf Navi-Steuerung. So, und jetzt kannst du da wieder rein und raus zoomen oder in diesen Menüpunkt rumgumpen und das anwählen, was du willst. Reagiert extrem schnell, übersichtlich. Finde ich sehr, sehr gutes Gerät. Könnt ihr gerne auch testen. Das ist unser Testgerät, zusammen vielleicht gerade mit der GS1300. Also, das mal ein paar Details, was an der Funktionalität neu geworden ist. Wir möchten euch jetzt noch schnell die Farben erklären. Wir haben drei Farben da und vielleicht noch ein bisschen Fahrwerk und Details an diesen Fahrzeugen. Das gerade jetzt. Farbvarianten, da sehen wir drei von diesen vier Farbvarianten. Fangen wir vielleicht gerade bei der Basic an. Basic ist die weiße. Wie du siehst, hat die weiße dann einen silbrigen Heckrahmen. Und das Detail, das ich hier noch den anderen nicht zeigen kann, das ist die neue Offroad-Raste. Gummi oder Gummi kannst du wegnehmen, sage ich will wirklich Offroad. Und der Bremshebel, der verstellbar ist in der Höhe, wenn du Offroad fahren willst, der ist jetzt so gelöst. Viel eleganter wie der alte. Dann siehst du jetzt, an dieser Weisse haben wir die Option Gussrad dran. Wir wissen, es gibt auf der neuen GS drei verschiedene Radvarianten. Die Basis ist das da, Guss. Dann gibt es eine Option, ein Off-Enduro Schmiederad. Das ist ein leichtes Schmiederad. Das ist A fester und B 1,5 Kilo leichter. Und dann gibt es die Option Speicherrad. Ich werde viel gefragt wegen dem Enduro-Schmiederrad. Das würde ich einem empfehlen, der sagt, ihm ist Fahrdynamik auf der Straße enorm wichtig, weil 1,5 Kilo an einem Vorderrad, das Kreiselkraft generiert, merkst du extrem. Kennen wir von allen Sportdörfern. Mit dem Enduro-Schmiederrad hast du auf der Straße einen riesen Vorteil und es ist im Offroad ein bisschen stabiler als ein normales Gussrad. Also Schotterpisten fahren geht alles tipptopp. Die richtig Offroad fahren wollen, auch mal über harte Schläge und Steine rettern, denen würde ich Speicherrad empfehlen. Und da sind wir schon bei der zweiten Variante. Die nennen wir GS Trophy. Weisse Heckrahmen, blau-rot-weisse Lackierung. Bis jetzt im Bestellgang die erfolgreichste Farbe, wenn du so willst. Einmal bei uns, in anderen Händler hat man gesagt, die grün ist am erfolgreichsten. Bei dieser hier, Trophy und bei der Tramontana, kannst du nur Speicherrad oder Enduro Gussrad wählen. Da gibt es kein Enduro Schmiederrad, Entschuldigung, da gibt es kein Gussrad drauf. Und da siehst du übrigens noch, der Originalschalldämpfer ist extrem klein geworden im Vergleich zu dem von den 1250er. Und die letzte Version, die haben wir jetzt schon lange gezeigt, Tramontana Option 719. Hier jetzt in der Variante Speicherrad schwarz, auf den Pressebildern hat es immer Speicherrad Gold. Tramontana hat immer Akrapovic Titandämpfer dran und hat immer Frästeilepakete. Das heisst Fussrasten, alle Hebeleien gefräset, dann gefräset die Bremshebel, gefräset die Ventildeckelspangen und gefräset die Pumpenabdeckungen.
Tramontana. Und das bringt mich gerade zum nächsten Thema. Das ist das Thema Preis. Im Moment habe ich viele Kunden, die sagen, ja, die neue GS kostet 30'000. Da reden wir ja von knapp 30'000 Tramontana, weil da hast du volle Hütte, alle Kreuzchen gemacht. Mehr geht eigentlich nicht mehr. Und die gibt es halt nur so. Das kostet knapp unter 30'000. Nimmst du so eine GS Trophy oder ein Basic oder ein Triple Black und haust alle Pakete rein, aber eben ohne Fräse und ohne Akrapovic und ohne spezielle Räder. Dann bist du um die 26 herum, lässt das Innovationspaket raus, bist du um die 25. Und wenn wir uns erinnern, das hat der GS 1250 das letzte Jahr auch gekostet. Da hast du aber noch mehr Optionen drin. Also Preise, eine voll ausgestattete Trophy, normal in der Schweizer Vollausstattung, bist du um die 26, Tramontana etwa 30. Machst du ein bisschen schlanker, weil du nicht alle Optionen willst, bist du um die 25, so etwa die Preisstaffelung. Das bringt mich zum Schluss, nämlich all die Berichte, die du liest. Und jeder weiss es noch besser, was gut und schlecht ist. Der beste Testfahrer für dich bist nur du. Also bleibt dir nichts anderes übrig, möglichst schnell da hinkommen. Ich habe dich schon mal gewarnt vor einer Probefahrt, aber wenn du gewundert also bist, so wie wir alle und offenbar ein Haufen Kunden, komm vorbei. Probefahrt, im Moment musst du einen Slot buchen, weil wir so viele Probefahrten haben, kannst du einfach eine halbe Stunde Slot buchen. Unbedingt anrufen, weil die ist jetzt auch bei Hudelwetter können die gefahren mit der GS13. Also buch deine Probefahrt, mach dir dein eigenes Bild und lass uns dort dann nochmal anschauen, hier bei uns im Geschäft.